Einschränkung aufgehoben. Aufgeladen. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffenende. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Waffeneinschränkung aufgehoben.
Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen. Waffeneinschränkung aufgehoben.
Tank ist leer. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Wacht geprüft. Vielen Dank. Fracht wird geliefert. Hallo. Sam Bridges, oder? Wir haben dich erwartet. Das Messgerät, das du gebracht hast, wird viele Leben retten. Lass es mich kurz inspizieren. Wow, großartig. Es ist in perfektem Zustand. Vielen Dank. Sobald du uns mit dem Netzwerk verbindest, können wir unsere Messungen mit allen teilen. Wärst du bitte so frei? Sie haben dir sicher erzählt, dass diese Wetterstation vor dem gestrandeten Tod gebaut wurde. Bridges 1 hat sie repariert. Leider ist vor einer Weile durch chirale Interferenzen der Kontakt zu unseren Wettersatelliten abgerissen. Deshalb ist es schwierig, das chirale Niveau zu messen und Zeitregen vorherzusagen. Aber dank dir funktioniert diese Wetterstation jetzt wie vorgesehen. Du hast uns die Arbeit erleichtert. Dafür revanchieren wir uns. Wir lassen dich nicht hängen. Versprochen. Mach's gut. Du hast die Wetterstation wieder ans Netz gebracht. Ausgezeichnete Arbeit, Sam. Wenn eine Region ins chirale Netzwerk integriert wird, kommt sie dem Strand in gewisser Hinsicht auch näher. Das hat starke Auswirkungen auf die Chiraliumwerte und diese zu messen ist eine der Hauptfunktionen des Cupids. Je mehr wir wissen, desto genauer können wir vorhersagen, wo und wann der nächste Zeitregen fällt. Ohne das chirale Netzwerk könnten wir nur raten. Oh, und dank deines letzten Erfolges kannst du dir ab sofort über deine Handschellen den Wetterbericht ansehen. Öffne die Karte, dann siehst du es. Das sollte dir bei der Routenplanung gelegen kommen. Ich behalte die chirale Dichte hier von meinem Labor aus im Auge. Nicht allzu weit von Sarsmod City entfernt. Wenn du weiter diese Aufträge abarbeitest, ist diese Region schon bald online. Viel Glück, Sam. Gute Arbeit, Sam. Ein weiterer Ort ist am Netz. Weiter so, dann sind wir ganz schnell fertig. Alle Nutzer des chiralen Netzwerks kriegen jetzt die Vorhersagen der Wetterstation. Du natürlich auch. Du kannst sie über deine Handschellen abrufen. Das könnte bei der Routenplanung hilfreich sein. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen...
Dein TCK hat jetzt eine Zeitregen-Unterstand-Option. So bekommen du und deine Fracht nichts ab, bis das Wetter besser wird. Glückwunsch, Sam. Dein TCK wurde sozusagen verbessert. Ab sofort kann er komplexere Konstruktionen bauen. Mama wird dir die Einzelheiten erklären. Sam, ich habe den Plan für eine Schutzhütte in deinen TCK geladen. Die Konstruktion ist umfangreich, also beansprucht der Bau viel Zeit und Material. Aber nach der Fertigstellung ähnelt es einem privaten Raum. Probier's mal. Ein Lastenschweber erinnert an eine Zugkarre. Chirale Kristalle lassen ihn in der Luft schweben, weshalb ihm unwegsames Gelände nichts ausmacht. Du kannst einen mit Fracht beladen und mit minimalem Aufwand zu deinem Ziel ziehen. Wenn dir einer nicht reicht, kannst du einen zweiten Lastenschweber dahinter hängen. Beachte nur, dass Schweber für den Betrieb stetig chirale Kristalle benötigen. Du musst genug mitführen, um dein Ziel erreichen zu können. Sam, du benötigst mehr chirale Kristalle. Los, fang an zu suchen. Wenn du die nötige Menge beisammen hast, stelle die Schutzhütte am Bauplatz fertig. Das soll. Thank you.
Verpflichtung. Es geschafft. Dann lass uns diese Schutzhütte bauen. Bist du bereit, Sam? Rüste zuerst deinen TCK aus und wähle Schutzhütte. Wettervorhersagen ähneln den Voraussagen der Zukunft. Einige Tiere haben eine Art sechsten Sinn, der sie vor Gefahren warnt. Aber wir haben etwas Besseres. Die Fähigkeit, Das wird nicht reichen, Sam. Du brauchst mehr chirale Kristalle. Wenn du nicht mehr dabei hast, beschaffe dir welche und liefere sie zur Schutzhütte. Wettervorhersagen ähneln dem Voraussagen der Zukunft. Einige Tiere haben eine Art sechsten Sinn, der sie vor Gefahren warnt. Aber wir haben etwas Besseres. Die Fähigkeit, Daten zu sammeln und entsprechend zu handeln. Der Mensch allein ist fähig, vorauszuplanen. Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag über den nächsten nachzudenken. Und einst gebar unsere Fantasie eine üppige, lebenssprühende Kultur. Aber irgendwann haben wir das Morgen aus den Augen verloren. Wir degradierten uns selbst zu ausschließlich auf das Hier und Jetzt fixierten Tiere. Eine angenehme Reise. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen.
Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Waffen geprüft. Vielen Dank. Danke für deinen Besuch. Du bist echt unglaublich. Ich weiß nicht, wie du das machst. Na dann, viel Erfolg. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere. In meiner Sammlung. Vielen Dank für deinen Beitrag. Lädt noch. Hey Kumpel, du hast gerade mächtig Energie. Was? Hört mich jemand? Ah.
Okay, Zeit zu gehen. Bitte. Zeit zu gehen. Na bitte.
Bridges. Also geschafft. Sieht so gut wie neu aus. Alle Achtung, wirklich. Für deinen Beitrag.
mir bitte. Dank, Sam. Diese Schutzhütte wird langfristig für unzählige andere ein Segen sein. Ich rede nicht bloß von den Booten, die dort auf dem Weg zur Wetterstation rasten werden, sondern auch von all den Menschen, denen sie helfen. Wir alle sind mit jemandem verbunden, Sam. Yeah.